Ja, mein Name ist Siegfried Wittkopp. Ich bin seit 1992 Mitglied in der Arbeits- und Schutzgemeinschaft vor Haneberg. Auch wir sind die Nutznießer der Wiedervereinigung. Und wir haben ja heute den 3. Oktober und darum ist das auch für uns immer ein besonderer Tag, denn durch die Wiedervereinigung hat es überhaupt erst mal wieder einen Zutritt zu diesem vor Haneberg gegeben, weil bis 1989 das vor Haneberg im Grenzgebiet auf DDR-Seite war und eben für die Öffentlichkeit nicht zugänglich, sodass eben mit der Wiedervereinigung erst das vor Haneberg wieder in das Bewusstsein auch unserer Bevölkerung gekommen ist. Bis dahin wussten nur Eingeweihte, dass hier oben überhaupt so eine fantastische Festungsanlage ist. Ja, warum ist diese Festungsanlage hier entstanden? Da gehen wir mal etwas weit in die Geschichte Spandaus zurück, weil im 16. Jahrhundert durch den Bau der Zitadelle hat man Spandau auch als Militärstützpunkt ausgebaut. Das heißt, sämtliche Sachen, die das Heer und das Militär brauchte, wurden in und um Spandau hergestellt. Wie zum Beispiel Pulver, Kanonen, Gewehre, das wurde alles in Spandau produziert. Wir haben in den Straßennamen von Spandau auch sehr viele militärische Begriffe auch, wie zum Beispiel Pulvermühlenweg. An diesem Weg, an dieser Straße, haben halt die Pulverfabriken gestanden. Oder Hügelschanze. Hügelschanze ist eine kleine Verteidigungsanlage. Und so finden wir, wenn wir durch Spandau gehen, immer wieder über diese Militärgeschichte Hinweise. Die Zitadelle natürlich als Bollwerk für Spandau als Rückzugsgebiet war dann über die Jahrhunderte immer wieder von Bedeutung. Auch natürlich dann 1870-71 die Auseinandersetzung mit Frankreich, die Frankreich dann verloren hat und einen nicht unerheblichen Betrag an Preußen zahlen mussten, Reparationszahlungen, die eingeschmolzen im Juliusturm gelagert waren. Und dieser Schatz war natürlich unter anderem auch maßgeblich dafür, dass circa 1875 dann ein österreichischer General hier kam, der Spandau ausgekundschaftet hat. Und in dem Dossier dieses Generals stand: Wer Preußen erobern will, muss Spandau nehmen. Die militärischen Produktionsanlagen waren natürlich wichtig und vor allen Dingen auch das Drehkreuz hier Spandau mit den Flüssen Havel, Spree war schon strategisch wichtig und natürlich auch die Zitadelle. Wir müssen dabei berücksichtigen, zur damaligen Zeit 1875, 1880 schossen die Kanonen, die es gab, circa 5 Kilometer weit und hatten eine Sprengkraft nach innen von 3 Metern. Und das war ausschlaggebend, weil wie alle Geheimpapiere ist natürlich auch dieses Dossier in die Hände des Militärs gefallen. Das war ausschlaggebend, um zu sagen, wir müssen Spandau und wir müssen die Zitadelle schützen, zusätzlich schützen. Und was macht man da? Man macht aus einer Festung eine Ringfestung. Das heißt, um die Festungsanlage Zitadelle wurden 4 solcher Forts geplant, um eben den Feind erst gar nicht so weit heranrücken zu lassen, damit er Spandau und die Zitadelle beschießen kann. Mit dem Fort Haneberg hat man dann als erstes angefangen, weil in westlicher Richtung hat man gedacht, okay, da kommen die größten Angreifer her, wie Franzosen, Schweden, Engländer und so weiter. Also vor Haneberg sollte das erste sein. Das andere oder die anderen 3 Forts, die waren dann Weinmeisterhöhe und im Spandauer Forst und hinten dann auf der anderen Seite Richtung Pulvermühlenweg. Das heißt, die Zitadelle wäre dann ringsum
zur Verteidigung bereit. Und man hat sich auch natürlich Punkte ausgesucht, die circa 5 Kilometer von der Zitadelle entfernt sind. Und wenn wir ein Lineal nehmen würden, ein Metermaß, hätten wir hier exakt vom Vorhaneberg Mittelpunkt bis zur Zitadelle 5 Kilometer, sodass also ein Beschießen da schon mal nicht möglich war. Ja, wie gesagt, 1882 hat man dann angefangen, das Vorhaneberg zu bauen. Ein General Bieler hat als Architekt sich diese Fortifikation ausgedacht oder entwickelt. Und das Vorhaneberg ist auch nicht das einzigste Fort, was in dieser Bauweise gebaut worden ist. Hier ganz in unserer Nachbarschaft Richtung Küstrin im Ortsteil Gorgast ist zum Beispiel genauso ein Fort, wie wir es hier vorfinden. Aber muss ich zu unserem Lob sagen, Gorgast ist bis in den 90er Jahren oder bis 1990 etwa in Betrieb gewesen. Das heißt, es wurde umgebaut und die Originalfassung ist da nicht mehr erhalten. Aber auch um Magdeburg und in ganz Deutschland verteilt wurden solche Voranlagen gemacht. Grundlage war, ich brauche eine Verteidigung, die 3 Ebenen vereint, nämlich eine Grabenwehr durch eine Außenmauer 1,2 Kilometer lang, wurde ein 10 Meter breiter Graben geschaffen, der dann durch sogenannte Grabenwehren, Schultergrabenwehr, Spitzgrabenwehr und hier hinten im sicheren Teil die Kehlgrabenwehr verteidigt worden wäre. Dann aus dem Kasernengebäude heraus, was für 400 Soldaten ausgerichtet war, konnte man rechts und links auf einen sogenannten Niederwall. Dieser Niederwall hatte den Zweck, dass man über die Mauer hin gucken konnte und dann dementsprechend, dass man dann sagen konnte, okay, was kommt da aufs Vorhaneberg raus? Und oberhalb des Walls waren dann Kanonenstellungen, 12 an der Zahl, die dann auch feindliche Lager beschießen konnten. Reichweite? Wie bitte? Reichweite? Reichweite auch circa 5 Kilometer. Aber, und dazu kommen wir auch noch später, kommen Sie doch noch? Ja. Ja. Gut. Wie gesagt, Reichweite circa 5 Kilometer. So, dann haben wir also unsere Verteidigungsanlage komplett. Ich würde mit Ihnen gerne so eine kurze Strecke gehen, damit wir uns vorstellen können, wie das Gebäude funktioniert hat. Aber vor allen Dingen, und das liegt uns als Verein sehr am Herzen, die architektonische Sache, die hier entstanden ist. 100 Festungsmaurer und 2000 Hilfskräfte haben 28 Millionen Ziegelsteine verbaut. Hier haben wir dann den Hauptzugang zur sogenannten Kapitalpoterne. Die Kapitalpoterne ist sozusagen der Kurfürstendamm des Vorhanebergs. Es durchschneidet das Gebäude und von hier aus kommt man überall hin, wo man hin will. Noch ganz kurz, wir haben ja 3. Oktober. Bis 1989 war, wie gesagt, das Vorhaneberg nicht zu betreten. Aber die Grenzsoldaten haben sich natürlich nicht dran gehalten. Die haben halt ihre Pausen hier gemacht. Und so haben wir eine Menge an Namen, die sich hier verewigt haben, mit ihren EK, mit ihren Endzeitkandidaten. Das heißt, da sind Leute dabei, die noch über 100 Tage hatten, da sind Leute dabei, die noch 20 Tage hatten, die haben sich hier eben hier dann eingetragen. 23.06.72, der Kerle musste noch 124 Tage dienen. Auch Geschichte, aber gehört natürlich auch zu unserer Geschichte und deshalb sollte man es nicht vernachlässigen. Ja, wir sind wie gesagt hier am Haupteingang. Und wie jede Ritterburg musste natürlich auch dieser Teil geschützt werden, sodass man eine Zugbrücke eingeplant hat. Aber nicht wie in den Ritterburgen, so eine Zugbrücke mit
Eisenketten, wo man auf Rädern dann aufgezogen hat. Nein, wir sind ja schon in der Moderne. Wir haben eine Klapphebebrücke. Diese Klapphebebrücke funktioniert wie folgt. Rechts und links sind Gegengewichte, die man mit zwei Brückensoldaten dann betätigen konnte. Und innerhalb von 60 Sekunden bewegen sich 3 Tonnen Stahl und Eisen nach oben. Wir können es heute leider nicht vorführen, weil die Brückensoldaten fehlen. Aber am 30. Oktober zu unserem Abschluss werden wir das natürlich wieder tun. Unter dieser Brücke sind ein Diamantgraben mit 3 Meter Tiefe, sodass also die anstürmenden Soldaten hier erstmal nicht mehr an das Tor herankamen. Und natürlich rechts und links Schießscharten. Auf der linken Seite war die Küche, da haben wir natürlich aus Gulaschkanonen geschossen. 'Kapitalpoterne, Mittelachse, Hauptstraße, rechts und links die Aufgänge zu den Mannschaftsunterkünften. Ein Handy? Ja, mein Handy. Hallo? Aha. Ja, hier dann natürlich auch wieder Remisen, Magazinräume, die dann dementsprechend genutzt wurden, um hier Sachen unterzustellen und eben dann auch hier ganz wunderbar auch erhalten, dann eben zur Lagerung ist. Ja, genau. Hallo. Wir befinden uns jetzt hier in den Innenhöfen des Vorarlbergs. Natürlich, ja. Genau. Da hat schon einmal gehört. Und auch hier wieder ein kleines Geheimnis des Vorarlbergs. Quadrophonie ist keine Erfindung der Neuzeit. Quadrophonie gab es schon 1885. Nämlich, Sie stehen da genau richtig. Oh ja. Gelle? Ja. Sie sehen, der Schall wird durch diese kuppelartige Bauträgerschaft. Ja, genau. Und Sie hören es jetzt auch? Ich höre, Sie könnten flüstern, ich würde verstehen, was Sie sagen. Ja. Das heißt also, durch diese kuppelförmige Bauart hat man dementsprechend eine Quadrophonie. Geschichte. So, und wenn man da in die Mitte auf diesen Kanaldeckel jemanden stellt, genau, und jetzt gehen wir noch ein Stück vor oder zurück, ja, und jetzt kannst du dem Weihnachtsmann deine Weihnachtswünsche sagen. Der hört dich. Das ist nämlich ein Mikrofon zum Weihnachtsmann. Das lasse ich. Ja, das ist also auch, wie gesagt, neben dieser fantastischen Arbeit auch so ein kleines Geheimnis, was hier im Vorarlberg entstanden ist. Am Eingang einer der Pulverkammern, die hier im Vorarlberg waren. Und es ist so, wir haben ja schon gesehen, in verschiedenen einzelnen Räumen, das sieht aus, als wenn es gestern gebaut wurde. Und das liegt daran an einem Lüftungssystem, die wir hier wunderbar vor Augen haben. Diese Steine mit Löchern werden durchs ganze Gebäude geführt. Also nicht nur hier in der Pulverkammer, sondern auch in allen anderen Räumen sind die unterste Schicht mit solchen durchlöcherten Steinen gemauert. Warum ich euch hierher führe, folgendermaßen. Bauzeit war ja 1882 bis 1886, Einweihung dann 1888.
Und dann wurden die Soldaten gleich wieder nach Potsdam abgezogen. Warum? Noch während der Bauzeit 1885 passierte Folgendes. Die Waffentechnik entwickelte sich weiter. Es gab die sogenannte Brisanzgranatenkrise. Das heißt, die Industrie hatte Granaten entwickelt, die über 10 Kilometer weit schossen und die eine Sprengkraft nach innen hatte. Das heißt, das Geschoss drang ins Gebäude ein und explodierte erst dann. Und das war das Aus dieser wunderschönen Fortifikation. Wunderschön von Architektensicht aus. Ja, das heißt also, dass Vorarlberg war für kriegerische Zwecke nicht mehr zu gebrauchen. Und so hat man natürlich dann auch die drei anderen Forts, die ja um Spandau herum entstehen sollte, gar nicht erst gebaut. Und so ist das Vorarlberg das letzte Fort, das in dieser Bauweise gebaut wurde. Und daher ist es auch für die Geschichte unserer Stadt Spandau ganz wichtig, dass wir das in Zusammenhang immer wieder mit der Zitadelle sehen. Weil es ist halt so, dass eben bis 1900 Spandau eben eine Festungsstadt auch war. Und das kann man hier wunderschön den Gästen und auch den Interessierten immer wieder zeigen. 1888 Einweihung, dann zu nichts mehr Nutze, hat man es als Arrestanstalt für Soldaten, die über die Stränge geschlagen sind, genutzt. Und nach dem Ersten Weltkrieg hat man dann hier einen Hausmeister stationiert. Einen Hausmeister Brühe. Und dieser Brühe durfte seine Familie hier oben mit einquartieren. Und wir sind ganz stolz darauf, ein Mitglied hier in unseren Reihen zu haben, nämlich den Walter Brühe, der hier 1922 im Vorarlberg geboren wurde. Und dieser Walter Brühe macht heute noch mit Schulklassen Führungen hier im Vorarlberg. Nun können Sie sich ausrechnen, wie alt der Mann ist. Und ich sage Ihnen, das ist der Grund, warum ich hier auch aktiv im Vorarlberg bin. Weil es muss irgendwie an der Luft liegen. Ja, also er will alt werden. Richtig, genau. Wann gibt es denn wieder Führung für Schulklassen? Meine Tochter hat sich nämlich angemeldet vor dem Vorjahr und da gab es nichts. Dann hat sie die Zitadelle mit Bannerschirmen. Wir haben normalerweise wieder das Programm ab nächstes Jahr voll mit integriert, ja. Weil dieses Jahr war es, Walter also, hatte ein bisschen ja. auch... Müsste sich im Frühjahr anmelden mal. Genau, auf alle Fälle gerne. Und dann kann sie sich auch aussuchen, entweder architektonisch gebäudemäßig oder eben, was ich gerade gesagt habe, Mensch und Natur im Vorarlberg. Ja, das ist Felix. Immer sehr attraktiv bei Kindern. Aber warum erzähle ich das den Erwachsenen? Genau. Da ist Hani dann immer ganz sauer, wenn man da drauf tritt. Ja? Unser Schlossgespenst. Ja, warum zeige ich Ihnen diese Weinbergschnecke? A, weil Weinbergschnecken natürlich da vorkommen, wo kalkhaltiger Boden ist. Und Sie können sich vorstellen, hier haben wir also ein Meer von Weinbergschnecken. Aber es gibt, wenn man sich die Weinbergschnecke anschaut, Folgendes. Wenn man vom Bauchnabel die Spirale, links drehend. Genau, die Spirale runter geht, ist es immer eine rechtsdrehende. Es gibt ganz selten linksdrehende. Bravo. Und wie gesagt, es gibt in Deutschland nach Schätzungen ca. 20.000 Weinbergschnecken, die sind linksdrehend. Und wenn man so eine Weinbergschnecke findet, dann hat man einen Schneckenkönig gefunden. Und wenn man so einen Schneckenkönig findet, dann hat man einen Wunsch frei. Die Generation, die Inglourious Basterds gesehen hat, aber Sie werden es wahrscheinlich aus der Presse entnommen haben, dass der Tarantino hier einen großen Kinofilm gedreht hat. Und dafür war die Kulisse von unserem Fort auch sehr schön. Und das kommt auch sehr schön in diesem Film rüber. Aber warum halte ich hier? Der General Bieler hat natürlich
auch nachgedacht und hat gesagt, okay, das nächste Fort sollte ja auf der Weinmeisterhöhe dann entstehen. Und zwischen hier und Weinmeisterhöhe sind so, ich sage mal, 2 Kilometer Unterschied. Das heißt, der Angreifer hätte ja zwischen den Forts einfach durchmarschieren können, um dann eben doch an Spandau ranzukommen. Und so hat man sogenannte Anschlussbatterien geplant. Das heißt, zwischen Fort Haneberg und Weinmeisterhöhe hätten sozusagen kleine Häuschen gestanden, auch mit Magazinräumen und auf diesem Häuschen dann eine Kanone, die dann den Weg sozusagen abgeschnitten hätte von Angreifern auf Spandau drauf. Und der Zugang zur ersten Anschlussbatterie aus dem Vor, also raus aus der Außenmauer, das ist hier dieser Zugang, allerdings ohne Wendeltreppe, weil die war ja nicht mehr vonnöten. Das hat man dann also ausgelassen. Wenn wir oben auf der Mauer jetzt gegangen wären, hätten wir auch die Anschlussbatterie uns angucken können. Hier, wenn Sie möchten, können wir da gerne nochmal reingehen, weil auch hier wieder optisch gut geplant mit Magazinräumen, sodass man also hier auch wieder Sachen unterstellen konnte, damit man eben kurzfristig dann auch diese Anschlussbatterien dann benutzen konnte. Und ich hoffe, es war interessant für euch, dass ihr mal außerhalb von Neukölln gesehen habt, was in Berlin so passiert und natürlich in der Enklave Spandau. Genau. Spandau. Sigi, wir haben dir zu danken. Alles klar.